Hallo beim Zylonensender, heute mit Mario. Hi. Und mit Ben. Hallo. Und mit Phil. Hallo. Und die Zusammenfassung macht heute Jan. Hallo. Und das ganze Speichern und nachher produzieren, das macht Tim. Hallo. Und noch ein Pro-Tipp vorweg vom Produzenten. Verwendet kein Beta-Betriebssystem, wenn ihr einen Podcast aufnehmt. Oder sonst überhaupt. Und drückt plötzlich vorher. Benutzt einfach fertige Produkte. Ja. Fertige Podcasts. Instant Podcasts. Die sind schon fertig. Kauft euch keine Early Access Titel auf Steam. Auf genau. Und immer dran denken, nie wieder CDU. Bestellt keine Spiele vor, ja, und das auch. Und bestellt vor allem nicht die Super Special Edition vor, sondern immer die normale, ohne die Zinnfigur dabei. Genau. Wow. So, das ist genug Weisheit für heute. Und nutzt keine Lootboxes. Genau. Geht in die richtigen Spielhallen, ihr Trottel. Und geht nochmal aufs Klo. Genau. Ja. Und trinkt viel Wasser. Vor allem bei diesem Wetter. Hier regnet's. Hier auch. Hier ist warm. Hier aber dennoch sollte man 2 bis 3 Liter täglich trinken. Nicht wahr, Mario? Nein, das stimmt nicht so ganz, aber ja. Mehr? Wie viel sollte man denn trinken? Gib doch mal deine medizinische Einschätzung. So viel, also ich glaub, bis man 2 bis 3 Liter habe ich getrunken, als es so furchtbar heiß war. Die Allgemeinheit sagt ja, 2 bis 3 Liter, aber es gibt auch Ärzte, die sagen, 1 bis 2 Liter reichen sogar vollkommen aus. Es gibt auch Ärzte, die sagen, man trinkt, wenn man Durst hat. Ja, das genau. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass du auch was trinken solltest. Aber ich habe tatsächlich oft keinen Durst und kriege Kopfschmerzen, wenn ich nichts getrunken habe. Und dann, wenn ich was trinke, wird es besser. Ja. Das ist also auch ein gutes Zeichen. Funktioniert das Durstsystem für dich vielleicht nicht so gut? Nee, das funktioniert irgendwie bei mir nicht, das Durstsystem. Bei mir auch nicht. Deshalb stelle ich mir einfach ich stelle mir volle Flaschen hin und muss die in einer bestimmten Zeit leer gemacht haben. Wenn es Pipi gelb wird, musst du auch mehr trinken. Ich glaube, das ist auch nicht ganz richtig. Nicht? Okay. Naja, eigentlich schon. Wenn du viel getrunken hast, dann ist dein Pipi halt nicht mehr gelb. Ja, da ist es ganz, ganz durchsichtig. Aber dann hast du vielleicht auch 3 Liter getrunken. Genau. Also und wenn es brennt, liebe Leute, dann geht's bitte zum Doktor, weil es könnte auch Blut sein. Ist ganz gefährlich. Gut, auch dann haben wir das geklärt. Klappt ja gut heute mit dem... Genau, können wir. Die Weisheit, wir können das alles abhaken. Jetzt müssen wir noch... Gamer-News haben wir. Stimmt, weil es ist ja Gamescom. Gesundheitstipps. Richtig. Jetzt die neuesten Podcast-Empfehlungen von Ben, bitte. Die haben wir damit auch abgehakt. Okay. Dann kommen wir jetzt zu Battlestar Galactica. Ja, jetzt müssen wir noch irgendwie so wieder, wie wir das immer machen, für den Letzten, der es noch nicht kapiert hat, so tun, als würden wir diese Folge jetzt nicht direkt hinter der nächsten aufnehmen, sondern eine Woche später, weil wir ja jetzt eine Woche später sind. Das ist ja super dumm. Wir müssen so tun, als ob wir so machen, was wir immer verschleiern, weil wir es jetzt so machen, wie die Hörer es erwarten. Genau. Nämlich in der letzten Woche später. Eigentlich ist das ja sowieso völliger Quatsch, weil wir ja sowieso im 2-Wochen-Rhythmus ausstrahlen. Und weil ich in der letzten Folge schon auf diese Folge Bezug genommen habe. Alles Quatsch. Also. Das stimmt, ja. Weil du quasi das letzte Drittel schon erläutert hast. Podcasts sind sowieso zeitlos. Nur die richtige Reihenfolge ist wichtig. Naja. Manchmal. In dem Fall ist sie wichtig, denn wir sind ja bei einer Doppelfolge gewesen und sind jetzt in der 2. Folge der 4. Staffel, die da heißt Die letzten 5 oder auf Englisch 6 of 1. Right. Zuerst ausgestrahlt am 11.04.2008 und deutschsprachig am 22. November 2008. Regie führte Phil. Anthony Hemingway. Danke, Phil. Und das Drehbuch ist von Mario. Matthew. Ja, genau. Matthew. Matthew. Von Matthew McConaughey. Ja. Matthew McConaughey Adama. Ich hab Phil gesagt, weil du doch eben auf den Hemingway so abgestiegen bist. Deswegen dachte ich, das kommt jetzt wie aus der Pistole geschossen. Aber war nix. Phils Pistolen, die haben eine lange Nachladezeit. Ja, genau. Ich muss mich immer sehr sorgfältig vorbereiten aufs Schießen. Hemingway ist ja sogar hier verlinkt, sehe ich gerade. Das heißt, der hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Guck mal an. Das ist ja auch die englische Wikipedia. Nee, ich bin auf der deutschen. Ach so. Der hat bei The Wire. The Wire war er Regieassistent für die erste, zweite und dritte Staffel. Wow. Das ist nett. Mhm. Gut für ihn. Aber und für uns, weil wir wieder eine Minute mehr Podcast dadurch gewonnen haben. Gut. Ich habe das jetzt nur gesagt, weil Phil The Wire so lobt. Ach ja, nee, der hat ja aber hier noch mehr. Community mochte ich, Tremé mochte ich, Shameless, Goliath. Der hat ja, der ist ein guter Typ. Guter Typ. Gut. Ich kenne tatsächlich gar nichts davon. Oh, der hat Goliath, auch 4 Folgen von das nicht auch gesehen? Nee. Serie. Diese Billy Bob Thornton Anwaltsserie. So, habe ich dir bestimmt empfohlen. Bestimmt. Du empfiehlst mir viele Sachen mit Billy Bob Thornton, aber ich gucke sie nicht. Das ist mal eine Ansage. Nein, das war jetzt gar nicht böse gemeint. Ich mag Billy Bob Thornton auch. Die haben mir gesagt, ihr habt es repariert. Ich will ja immer noch True Detective gucken. War der da auch dabei? Nein, gut. Aber da war Matthew McConaughey dabei. So. Na gut, aber ich habe ja immerhin schon mal Fargo Staffel 1 geguckt. Da ist Billy Bob Thornton dabei. Richtig. Ja. So, zurück zu Battlestar Galactica. Und ich habe schon gesagt, es war ja eine Doppelfolge. Die letzte Folge endete ja damit, dass Starbuck die Präsidentin bedroht hat. Mit einer Waffe. Ja. Und da geht jetzt die Folge jetzt wieder auf. Genau, da geht es jetzt praktisch weiter. Und ich bitte Jan, die Zusammenfassung zu machen. Und zwar dreht sich die Bedrohung um, weil nach einigem Hin und Her gibt Starbuck die Waffe an die Präsidentin, die hat mittlerweile, glaube ich, ihre Brille aufgezogen und schießt daneben. Und zwar auf ein Foto von ihr und dem Admiral. Sehr bildgewaltig. Dann hat sich das alles wieder aufgelöst, weil Ty kommt mit den Marines rein und die haben nachher auch noch so ein Treffen unter sich. Also Ty und die anderen Undercover-Zylonen sagen, ja, wir müssen uns ein bisschen hier bedeckt halten. Aber du, Tory, du geh doch mal den Baltar knallen. Das macht sie auch. Sie weint dabei. Er fragt, warum. Sie meint, das macht sie immer und das ist okay für ihn. Er sieht Six in Baltar-Kostüm. Das denkt er jedenfalls. Also er kriegt jetzt auch Halluzinationen von sich selber. Auf Battlestar Galactica passiert dann noch das Weitere, dass Lee Adama seinen Hut nimmt und aufhört, auf der Battle-Kampfstern zu dienen und wird jetzt einer des 12er-Rats oder wie das heißt und wird vom Bord verabschiedet. Und auf einem Kampfstern, der Basisstern, verabschieden sich einige Zylonen, als es da nämlich zum Aufstand kommt und einige Zylonenmodelle, die Inhibitoren, was auch immer, bei den Zyklopen-Typen weggemacht haben. Wie heißen die noch? Ben? Die Centurios? Centurios, nicht Zyklopen, genau. Aber nah dran. Und diese erschießen nämlich jene Zylonen, die im Vorfeld schön an Raidern rumlobotomisiert haben. Dass diese folgsam werden und nicht sich weigern, weiterhin den Kampf gegen die Menschen auszutragen. Ja, und am Ende wird Kara Thrace aus ihrer Zelle, wo sie reingeführt wurde, freigelassen von Adama, der ihr ein Schiff und eine Crew gibt, um zur Erde zu reisen. Was? Ja, dankeschön. Ich wollte gerade auch schon Bezug drauf nehmen, das können wir ja nachher machen. Schön, gut. Oh, kannst du jetzt? Nö, dann machen wir mal lieber diesmal nach der Reihenfolge, nicht so wie beim letzten Mal. Wo wir über 2 Folgen weggesprungen sind. Genau. Verdammt, Jan, ey. Es geht los im Quartier von Adama, in dem ja die Präsidentin ist. Und dass sie ihre Brille jetzt aufhat, hat nicht so viel gebracht, weil du hast ja schon gesagt, sie schießt daneben. Aber sie wollte vielleicht auch daneben schießen, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Zuzutrauen wäre es ja auch, dass sie nicht daneben schießen wollte. Ich denke, sie wollte nicht daneben schießen. Ist mein Gefühl. der Sache. Weil gab's nicht auch irgend so eine Unterhaltung genau darüber noch? Ja, ich glaube, die hätte sie wirklich geschossen, Beinhardt. Die hat einfach nur daneben geschossen. Also, weil, wenn ich mich richtig erinnere, war das so ein das ist der Beweis, dass sie eine göttliche Mission hat, weil ich wollte sie ja direkt von hier und das ging ja gar nicht. Ah, okay. Mein Verständnis also sie konnte nicht sterben, als sie in diesem schwarzen Loch verschwunden ist und ich konnte sie nicht erschießen. Das heißt, sie bringt uns wirklich zur Erde. Möglich. Ja, und dann wird aber erstmal Starbuck wieder in die Brick geworfen. Genau. Und dann ist auch nach wie vor die Waffe gegen die Präsidentin erhoben hat. Naja, ja, schon. Das kann man, also abseits des Fakts, dass sie einfach aus einem explodierten Schiff mit einem brandneuen zurückgekommen ist, kann man das auch schon als Anklagepunkt für die Brick gelten lassen. Ja, aber als Positivpunkt kann man ja sagen, dass sie ihr die Waffe dann gegeben hat. Ja, sie hat aufgegeben, das ist wahr. Ja. Sie hat ja dann auch nochmal erwähnt, dass sie immer mehr sozusagen diese geistige Verbindung zur Erde verliert, weil die ständig in die falsche Richtung fliegt. Genau. Und mit jedem Sprung jammert sie da auch wieder rum. Genau, ja, beziehungsweise sie sagt doch irgendwann hier, wenn ihr jetzt noch einen Sprung macht, dann ist es rum. Habe ich im Urin und dann ist es so. Ja. Genau. Adama, jetzt ist jetzt noch nicht genau chronologisch, aber Adama besucht sie ja dann später auch in der Brick und ist echt sauer, weil er meinte ja auch, dass es Starbuck halt immer wieder schafft, die Leute, die auf ihrer Seite sind, auch noch gegen sie zu bringen. Also jetzt ihn meint er. Und dann sieht man Starbuck später nochmal in ihrer Zelle sitzen, wo sie ihr gesamtes Bett zerlegt hat. Ja, sie hat sie ja auch nicht mehr ganz beisammen. Ich glaube, dass es ihr wirklich an die mentale Substanz geht. Dieses verlierende, oder immer schwächer werdende Gefühl. Ja, es ist ja auch ein großes Ding, die Erde gefunden zu haben. Ja, genau. Eben. Das ist ja jetzt eine einmalige Gelegenheit. Ich finde, das kann man schon, kann man schon ein Ding draus machen. Gut. Aber dann zu der Auflösung vielleicht später nochmal. Wo gehen wir denn sonst noch so hin? Wir können ja zwei Sätze zu Apollo sagen, wobei das relativ schnell geht, finde ich. Also der äußert ja von Anfang an, finde ich, relativ klar, dass er zu Starbuck steht und dass er auf ihrer Seite ist und dass er das auch glaubt. Und dann, also dass er jetzt irgendwie direkt da in diesem Council of das Quorum der 12. Dass er da direkt dienen wird, okay, habe ich gar nicht so mitbekommen und verstehe ich auch nicht so richtig, wie das passieren kann. Aber er wurde von Tom Selleck ja irgendwie empfohlen. Ja. Das heißt, nur mit seiner Hilfe hat er es irgendwie reingeschafft. Vetterwirtschaft. Man muss nur den passenden Terroristen kennen. Ja gut, das sind auf jeden Fall die zwei Sachen für Apollo in der Folge, finde ich. Er glaubt Starbuck und er ist fertig mit Soldat sein und bekommt so seinen berührenden Abschied, wo alle nochmal für ihn stramm stehen und salutieren und er zurück und alles in eine große Familie. Und was auch so richtig schön in der Erbfolge der einen anderen Folge steht, wo der Chief und die Präsidentin zusammengesessen haben und meinten, nicht jeder, der da geboren wurde, muss diesen Job ausführen und der muss das ausführen. Und wenn man jetzt betrachtet, in was für einer Situation die sind und einer der besten Piloten der Flotte sagt, ich will kein Pilot mehr sein. Ja, naja. Jetzt Quorum der 12. Finde ich jetzt aber nicht so einen guten Vergleich, weil, okay, jetzt ist er halt keiner mehr der Obersten im Militär, sondern einer der Obersten in der Politik. Wenn der jetzt einfacher Farmer geworden wäre, dann hätte ich gesagt, ja, okay. Ich sehe das meine ich Punkt. Nicht. Ja. Ja, dieses Aufsteigen in der Hierarchie meine ich gar nicht, sondern sich auszusuchen, als was du eben dein täglich Brot verdienen willst. Also in sehr abgeschwächter Form. Kann er ja aber nur, weil er ein Adama ist. Natürlich. Das ist wahrscheinlich auch wahr, weil ich habe mich gefragt, jeder andere fliegefähige Pilot, der würde doch nach wie vor auf die Galaktika einberufen werden. Ähnlich wie bei Independence Day. Und selbst wenn nicht, jeder besoffene Farmer. Selbst wenn nicht, würden die ihm einen Vogel zeigen und er sagt, hier, jetzt lasst mich mal direkt in dieses oberste Regierungsgremium. Sonst sage ich meinem Vater Bescheid. Genau. Und er hat noch Atombomben. Okay, dann nehme ich das zurück. Jetzt hast du mich vom Gegenteil überzeugt. Aber die kriegt's Haus, sagt er. Sieht so aus, als kriegst du das Haus. Also die Galaktika. Sind die eigentlich immer noch verheiratet, die beiden? Vielleicht. Sind sie. Zumindest haben wir nichts Gegenteiliges gesehen. Stimmt. Ja. Genau, dann setze ich das jetzt einfach mal voraus. Ansonsten hätten sie es bestimmt an die große Glocke gehangen. Naja, wenn man was will, dass das der Zuschauer weiß, dann muss man sie mal halt auch zeigen. Sonst passiert es nicht. Oder andeuten. Oder dann gab es wirklich gar keine Andeutung. Sie sind aber auf jeden Fall getrennt. Ja. Irgendwie einigermaßen. Ich glaube, das war auch jetzt die Anspielung mit sie bekommt das Haus und der Trennung sozusagen. Ja, genau. Das war ja jetzt so ein wir verabschieden uns voneinander, aber nicht, es wird nicht der Rest der Serie draus bestehen, dass die zwei sich spinnefeind sind. Glaubst du nicht? Nein, ich glaube nicht. Okay, kommen wir darauf ein anderen Mal zurück. Okay, aber ich will noch kurz auf die Szene im Besprechungsraum von der Galaktika, also in diesem Pilotenraum kommen, weil da erklärt Apollo erst die Entscheidung, dass er jetzt gehen will, weil Adama will ihm ja sozusagen die Keck oder seine Rangabzeichen wiedergeben, die er ja vorher abgegeben hatte, Apollo, weil sie sich ja gestritten hatten. Worum ging es denn nochmal in dem Streit? Da ging es ja um diese Verteidigungsgeschichte von Baltar, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und da will ihm jetzt eigentlich Adama entgegenkommen. Und da hat sich aber Apollo schon andere Gedanken gemacht. Und ja, dann sitzt Adama dumm da. Aber versucht dann auch nicht mehr, ihn aufzuhalten. Das ist zumindest kein Streit diesmal. Ja, Fortschritt. Ja. Wäre auch wieder langweilig, wenn sie wieder streiten würden. Das hatten wir jetzt, glaube ich, schon zu Genüge. Oder hat es einfach akzeptiert. Oder es sieht einfach rein, es bringt nichts mehr bei ihm. Und vorher gibt es ja noch so eine Saufparty, wo dann Apollo noch dieses grüne Zeug trinken muss. Und für jedes grüne Zeug einen Spruch sagen muss. War das absinkt? Vielleicht war es Waldmeisterbrause, keine Ahnung. Ambrosia, ihr Banausen. Ach so, Ambrosia natürlich. Nektar und Ambrosia. Nektar und Ambrosia, ich will Wildschwein. Ich glaube auch, dass es einfach Pfeffi war. Ja, Pfeffi. Und da trinkt er ja dann auch noch so auf alle, die nicht anwesend sind oder so als letzten Spruch, was dann auch so auf Starbuck gemünzt ist mit wahrscheinlich. Ja. Was ist denn eigentlich der Plan der Galaktika im Moment? Wo springen die denn eigentlich hin? Absichtlich in die entgegengesetzte Richtung oder haben die irgendwas vor? Ich glaube, die orientieren sich immer noch an irgendwelchen komischen alten religiösen Schriften und dann diesen halbgaren Hinweisen, die sie in diesem Tempel gefunden haben, den sie in die Luft gesprengt haben oder in die Luft sprengen wollten. Mhm. Aber wirklich den dann die Supernova in die Luft gesprengt haben. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Das war auch billiger quasi als eine Atombombe. Vielleicht gab es ja auch so eine Szene, die nicht gezeigt wurde, wie Starbuck so an einem Kartenraum steht und so fühlt und sagt, naja, wir müssen genau in die Richtung. Und Tai steht nebendran und meint, ach, sie meinen genau in diese Richtung. Und dann springt sie einfach immer genau in die andere. Das kann sein. Wobei Tai ja jetzt hier nicht so der hat ja jetzt, ist ja jetzt wenig involviert. Ja, der ist ja mit sich selber beschäftigt. Genau. Ja. Ist ja hauptsächlich die Präsidentin. Aber es war ja auch nur ein Scherz. Ja, schon klar. Das ist gar nicht wirklich passiert. Ach so. Ach so. Was? Ihr seid scheiße. Komm, reden wir über die Zylonen. Ja, Lass uns mal sollen wir auch sagen, wie er verabschiedet wird? Oder haben wir wie Sharon ihn zum Hangardeck bringt und da stehen alle Spalier in Ehrenuniform und salutieren ihm und er salutiert zurück. Das sagt das noch. Ganz schön berührend. Genau, ich hab geheult. Da ist das ja, wenn er sagt, du kriegst das Haus. Genau. Ja, ja, genau. Aber das fand ich eine schöne Geste irgendwie. Bevor wir zu den Zylonen kommen, es gab ja noch diese Szene, hattet ihr ja schon am Anfang gesagt, dass hier Tory was mit dem Doktor anfangen sollte, um quasi mehr Infos über den letzten Zylonen rauszufinden. Weil bevor wir jetzt zu der Szene kommen, würde ich gerne noch mal kurz über Lee Adama sprechen. Ach, bevor wir jetzt über Lee Adama sprechen, würde ich gerne noch mal zu Babylon zum Ende kommen. Okay. Zum Ende, genau. Zum Ende. Lange genug. Ich sage ganz 7 Punkte. Mir gefällt das nicht, wie da jetzt Lee Adama diese Kurve da weg und finde ich nicht gut, diese Entwicklung. Finde ich scheiße. Also, dass er geht. Ja. Weil es dir grundsätzlich nicht gefällt oder wie es gemacht wird? Nee, weil es mir grundsätzlich nicht gefällt. Weil er in Uniform so gut aussieht. Nein, das fühlt sich so an, als sollte das jetzt so eine krasse Charakterentwicklung werden, aber ich finde, das passt überhaupt nicht in die Serie und zu dem Charakter. Also zumindest mal überhaupt nicht, wenn man diesen Charakter mit der alten Serie irgendwie noch in Verbindung setzt. Okay, ja gut, das macht ja doch keiner. Bam, somit ist das Thema beendet. Naja, nein, ich finde, wenn du den Vergleich so anstellst, dann bist du selber schuld, finde ich. Weil dann müssen dir hier ja eigentlich 100 Dinge gegen den Strich laufen. Nee, gerade Starbuck und Apollo, das sind halt so die Archetypen und das verstehe ich nicht, warum sie Apollo jetzt zu so einem Schreibtisch-Fuzzi machen. Ja, ich meine ja auch nur diesen Vergleich mit der alten Serie. Ja, das meine ich auch. Weil den halte ich für wenig hilfreich. Nein, aber die sind ja schon in der alten Serie diese typischen Archetypen gewesen. Starbuck, der Draufgänger, und das ist sie ja auch hier. Und Apollo, der edle Ritter in weißer Rüstung. Und das ja, das ist kann ja sein. Das ist aber nicht die alte Serie. Ja. Und aber trotzdem ist ja auch untot. Oder Zylonin. Und trotzdem finde ich das blöd, diesen Charakter zu so einem Schreibtischhengst zu machen. Das finde ich okay, wenn du wenn dir das nicht gefällt, weil du das mit dem Charakter hier nicht zusammenkriegst. Dann finde ich das legitim. Aber wenn du sagst, in der alten Serie ist er doch so ein cooler Haut drauf, dann denke ich mir, na gut. Dann ist meine Begründung genau die dir gefällt. Ich finde nämlich, es kommt ganz gut rüber durch den Prozess mit Baltar und den Zweifeln, die er da... Ja, und auch, es wurde ja sogar schon ganz, ganz, ganz am Anfang der ganzen Serie hier gab es schon so Momente und auch über die Serie hinweg immer zwischen ihm und der Präsidentin, die schon gezeigt haben, dass er da ein starkes Bedürfnis hat oder dass es zumindest diese Seite an ihm auch gibt. Also ich finde, das erklärt sich oder das passt sehr gut mit dem Charakter zusammen, so wie er bisher in dieser Serie gezeigt wurde. Ja, aber es ist irgendwie nicht so richtig, ich finde es halt nicht so richtig nachvollziehbar. Sie haben immer mal so Andeutungen gemacht, aber dann war das halt sofort auch wieder weg. Das war halt nicht so ein Prozess. Das finde ich aber auch okay. Auch das wiederum passt gut, dass er jetzt ganz, ganz lange braucht, um tatsächlich diesen Schritt zu vollziehen, diese Verpflichtung und dieses Versprechen, was er mal gegenüber dem Militär abgegeben hat, gegenüber seinem toten Bruder, gegenüber seinem Vater, da den Schritt zu fassen, sich da rauszuziehen, kann ich gut nachvollziehen, dass das lange gedauert hat. Vielleicht hätte es geholfen, ihn 2-3 Mal beim Denken zu sehen, aber andererseits ist das langweilig zu inszenieren und eigentlich finde ich das auch schade, also ich finde, das muss auch gar nicht immer jeder Schritt gezeigt werden, sondern manchmal kann es auch einfach so sein, dass genug Zeit vergangen ist und man hat das dann halt einfach nicht als Zuschauer präsentiert bekommen, aber es ist trotzdem plausibel. Ja, aber mir gefällt es halt nicht. Ja, okay. Ist ja gut. Aber okay. Mir gefällt es auch nicht. Das ich kann es nachvollziehen, aber mir gefällt es nicht. Ja, kann man ja schlecht dagegen argumentieren. Wenn es euch nicht gefällt, dann gefällt es euch halt nicht. Es hat halt den Anschein, dass man es machen wollte, damit man eine große Charakterentwicklung zeigt. Und ich finde, das wirkt sehr, sehr gewollt. Ja, aber vielleicht wollte man absolut nicht das Gleiche wieder durchkauen wie von der alten Serie. Ja, aber das kann man wirklich... Und ich finde es halt eben auch gar nicht so. Das kann man wirklich nicht vergleichen. Weil das die alte Serie... Du hast den Vergleich doch hergestellt. Das ist eine eigene Serie. Sehr großartig. Genau. Jetzt komme ich damit auch. So. Das ist nicht zulässig. Gar nichts. Spiegel. Na gut, dann bin ich mal gespannt, wie das so mit ihm da noch weitergeht. Aber vielleicht ist es ihm ja auch viel zu langweilig und er geht zurück zum Schwarzmarkt. Das war ja diese Folge, die nach Schwarzmarkt, davor kam ja diese Folge, wo er fast erstickt wäre im Raum, wo immer diese Szenen kamen, diese endlosen Szenen, wo er im Wasser lag. Genau. Ja, genau. Und das ist ja so eine Nachdenkszene gewesen und danach war er total deprimiert mit dieser Nahtoderfahrung und das war halt bei der Schwarzmarkt-Szene dann ja wieder komplett weg. Das fand ich halt so, alles nicht so richtig stimmig. Aber na gut, das ist nur so ein Gefühl. Ja. Das ist immer besser. Nein, bevor wir jetzt über die Zylonen reden, lass uns doch noch über das Thema von Ben reden. Was? Ich hatte was gesagt? Das Thema von Ben? Ja, Ben, sag doch mal. Vielen Dank. Also es geht hier um die Verführung von Baltar, weil ich fand es spannend zu sehen, dass Baltar plötzlich auch den Head Baltar sieht. Der ja sonst eigentlich immer der Six erschienen ist. Und jetzt plötzlich sieht er sozusagen sich selbst in seinem Kopf, beziehungsweise eben auch vor sich und diskutiert sozusagen mit sich darüber, was er als nächstes tun soll. Ja, und sagt ganz dann schönes Gelaber in seinem Kopf. Genau. Er sagt dann so, ein schöner Mensch. Ja, aber fand ich überraschend. Ich hätte jetzt einfach gedacht, dass seine Six wieder erscheint, aber ja. Und ich fand die Kombi hat sie sich umgezogen. So cool. Also ich weiß nicht, ob das noch länger andauert, aber es hat mir Spaß gemacht, irgendwie Baltar mit sich selbst zu sehen. Ja. Phil, du hast es überlegt ja dann auch, oder? Ja, was das... Also okay, ist lustig, aber was bedeutet das? Ja, es ist halt die Frage, ist das jetzt sozusagen ein zweiter Charakter, also ich weiß ja, wir wissen ja nicht, was diese Kopfdinger da eigentlich sein sollen. Ja, also, weil ich für mich kann mit der Szene jetzt noch gar nicht mehr anfangen, außer, ja, fand ich jetzt unterhaltsam, aber so eine tiefere Bedeutung oder irgendeine Erklärung, worauf das hinauslaufen soll. Eine Erklärung habe ich auch nicht. Habe ich nicht. Ich frage mich, mir halt, warum vorstellen, dass das jetzt die Kopf-Six und Kopf-Baltars von ihm, weil er ja jetzt auf dem Prophetentrip ist, interpretiert werden als Stimmen von Gott, die zu ihm durch diese beiden Manifestationen sprechen. Keine Ahnung. Nein, glaube ich nicht, weil Six redet immer so, ja, Gott hat einen Plan für dich und ich glaube nicht, sie würde in dritter Person über sich reden. Das also macht Gott nie, nein. Als Engel vorgestellt. Nein, das hat sie noch nie gemacht. Das Botschaft, ja, okay, dann so. Sagen wir Engel, die das Wort Gottes dir in deinen Kopf geben, anstelle von Gott, der es selber macht. Aber das ändert ja nichts an der eigentlichen Botschaft. Das ist richtig, aber trotzdem ändert sich was daran. Was war denn die letzte Szene mit Six? Das war doch die, wo er dann so betend da saß, oder? In der letzten Folge. Worum ging es denn da? Da ging es doch genau um das gesagt, was er dem einen Mädel sagen soll. Ja, es gibt nur den einen wahren Gott und und dann ist sie irgendwann mal verschwunden am Ende der Folge. Und seitdem sieht man jetzt nur noch den, okay. Naja, seitdem ist es ja die zweite Folge erst. Ja, aber sie ist ja dann noch nicht mehr aufgetaucht, meine ich. Ja, ja, und er ist jetzt zum ersten Mal aufgetaucht. Ja. Mysteriös. Ja, ob das die ein und dieselbe Person ist, ein und dasselbe Programm, ein und dasselbe Virus, wer weiß es schon. Ja, oder einfach nur sein wahnsinniges Gedächtnis, also seinen Kopf. Ja, und dann ist die Frage, warum sieht die echte Six denn dann plötzlich den Kopf Baltar? Das stimmt. Das war ja alles zusammenhängt. Ja, eben. Ich finde es spannend. Das war ja in dem Sanatorium zum ersten Mal aufgetaucht, oder? Mhm. Dass dann Six auch den Baltar gesehen hat. In diesem Sanatorium, genau, wo sie dann was gesprengt wurde, oder? Genau, wo sie dann, genau, wo sie da unten in diesem Parkhaus gelandet sind und so. Ja, genau. Na gut, sie scheint aber auch was Besonderes zu sein, wie Baltar anscheinend. Sie hat ja auch die Oper gesehen und die 5 und so weiter mit der Assistentin. Ja. Aber Baltar war nicht in der Oper, oder doch? Doch, doch, der Vision war ja auch in Oper, ja. Ah. Also mehrmals. Er hat ja mal dieses Baby aus dieser Wiege rausgenommen und so weiter. Ach ja, stimmt. Und deswegen sollte Tory ja auch mit ihm quasi anbändeln, damit sie herausfinden kann, was er sozusagen in seinen Visionen rausgefunden hat. Ja. Na, es ging doch darum, die hatten Angst, dass Baltar es weiß, dass sie Zylonen sind. Weil sie wissen nicht, ob Baltar endlich jetzt weiß, wer die letzten 5 sind. Und, und sie soll es herausfinden. Genau. Darum ging es ihnen. Wie kann man Baltar besser zum Sprechen bringen? Als mit Geld. Als mit Naturalien. Wer war denn alles in dieser Opernszene? Die Präsidentin, Six, Boomer auch, oder? Ja, es gab ja mehrere Opernszenen. Ja, in allen zusammen. Okay. In der Vereinigungsmenge. Genau. Also nicht Boomer wirklich, das war ja die andere. Eigentlich. Genau. Weil Boomer ist ja nicht jetzt die Böse. Ja. Weil die hatten doch dann auch diese gleichzeitige Vision auf der Krankenstation. Wo die dann so aneinander parallel so gelaufen sind. Mhm. Jeder seinen eigenen Weg. Ja, und dann der Kottel so meinte, was? Ihr habt ja auf meiner Krankenstation gleichzeitig den gleichen scheiß Traum oder sowas. Und den erstmal eine Kippe angemacht. Schreien keine Frauen, außer ich bin dafür verantwortlich. Also was würde ich ihm auch zutrauen. Okay, war sonst noch jemand drin in diesen Visionen? Starbuck war nicht da drin, oder? Weiß nicht, halt gebandete, leuchtende. Ja, und halt die Final Five. Genau, die hat man aber nie gesehen. Nur als Leuchtfigur. Genau, die sahen aus wie Meister Propper im Bademantel. Ganz hell und leuchtend. Oder wie Botschafter Kosch, wenn man sein wahres Ich sieht. Aber du siehst doch nur das, was du sehen sollst. Ach so, verdammt, ja. Ich wollte doch die Final Five sehen. Na gut. Okay, mein Thema ist abgehakt. Ja, müssen wir wohl weiterverfolgen. Vielen Dank. Lässt sich noch nicht klären. Nee, kann sich auch noch nicht klären. Ich finde nur spannend, dass sie das jetzt nochmal aufgegriffen haben. Ja. Und Baltar passen Nadelstreifenanzüge besser als Apollo. Ich sag's nur nochmal. Also in der alten Serie beide keine an. Stimmt, da hatte Baltar wahrscheinlich nur so eine Toga an oder so. Ja. Und saß die ganze Zeit nur so einen fetten Arsch. So, Phil, wo wolltest du denn hin? Weiß ich nicht mehr. Wo wollte ich denn? Zu den Zylonen natürlich. Zu den Zylonen. Zu den Zylonen und ihrem Bürgerkrieg? Ja. Ja, warum nicht Bürgerkrieg sagen? Ja, finde ich, passt eigentlich. Ja. Ja, es gibt ja diese Diskussion, ob jetzt die Raiders hier wie nennt man das? Lobotomiert. Oder? Lobotomotopizimiert. Genau. So wie Jack Nicholson in einer Flug übers Kokos. Ne? Ja. Ja. Und die Abstimmung darüber ist ja irgendwie genau. Die Einser, die Vierer, ich weiß aber nicht, wer ist, ehrlich gesagt. Fünfer. Eins ist auf jeden Fall der Priester, oder? Ist auf jeden Fall eins ist Cavill. 4 ist der Frauenarzt von Caprica. Mhm. Und 5 ist dieser Reporter-Typ da, der immer so geschniegelt aussieht. Und denen gegenüber stehen eben die Boomers, die Sixes und die Leobens. Also 6, 8 und 5. 2. 2, genau. 2 sind die Leobens, meine ich. Also 2, 6 und 8. Und dann die Dreier sind ja im Urlaub. Stimme. Dann gibt es als Tiebreaker gibt's nämlich so die Boomer, die so aus der Reihe der AIDS ausbricht, was völlig unerhört ist und noch nie passiert ist. Weil man mit einer Stimme sprechen muss. Das ist aber auch weil das so tut. Die Boomer, die mit der Nummer 1 zusammen ist, oder? Die so ein kleines Tête-à-Tête haben. Das ist nicht Nummer 1. Mit dem richtigen Nummer 1, mit unserer Nummer 1 sozusagen. Hä? Genau, von der Enterprise. Nummer 1 ist doch Cavill. Ja, ich dachte Cavill und Boomer, diese Boomer hier haben so ein kleines Tête-à-Tête. Was? Ist das so? Das war bei mir immer die Meta-Vibes, die ich von denen gekriegt habe. Ist das vielleicht so ein bisschen Fanfiction gerade? Oder? Ja, ich meine, vielleicht bist du auch einfach besser im Vibes wahrnehmen als ich. Okay, das ist neue Information für mich. Aber Cavill nimmt die Vibes ja auch überhaupt nicht wahr, wenn dann die Centurios ankommen und er so sagt, Centurios dürfen nicht voten. Nee. Diese Trottel. Ich habe mich sehr gefreut, dass der wieder da war. Das ist immer, das ist immer sehr unterhaltsam. Ja, und weil der ist halt auch wirklich einer, der sagt, ach komm, lass doch diesen ganzen Scheiß immer hier so zu tun, als würden wir Gutes, lass doch diesen ganzen Blödsinn. Wir sind böse, wir versuchen hier gerade einen Völkermord, lass doch wenigstens Spaß dabei haben und zugeben, was wir hier tun. Und ich finde, das hat so ein bisschen was Befreiendes, dass er da einfach so völlig offen ist, was den Teil angeht und nicht die ganze Zeit versucht, das irgendwie schön zu reden. Ja. Sagt, hier, das ist der Job, auf die und die Art und Weise kriegen wir ihn am schnellsten erledigt. Weil er ist, also man sieht ja auch nie, wie er sich dann die Hände schmutzig macht. Nö, er lässt immer andere für sich arbeiten. Ja, aber der hat wenigstens ein bisschen Spaß. Ja, das ist wohl wahr. Er war immer also ehrlich. Die anderen sind immer so ernst und so. Wir sind doch Maschinen. Und er sagt, lass doch mal ein bisschen. Ja, aber wir können doch trotzdem irgendwie Spaß haben. Sei doch nicht. Lass doch mal unsere Hunde hier ein bisschen lobotomisieren. Rekonfigurieren. Ja, eben, und auch so das, was du gerade schon meintest, Tim, wie er so in der Szene, wie er es überhaupt nicht in die Möglichkeit überhaupt nicht existiert in seinem Universum, dass Six diese Zylonen hier da reinbringen könnte, um sie zu benutzen, sondern dass er denkt so, echt, ihr seid alle so naiv, jetzt versuchst du mich hier noch zu überreden mit diesen süßen Hundeaugen von den Centurios oder was? Das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube auch Shannon hat die Raider ja mal mit Hunden verglichen, dass sie so wären wie Hunde, und das fand ich dann interessant, dass die Raider eben die Final Five so erkennen, weil Hunde ja eben auch andere Sinne nutzen und um Gegenüber zu erkennen als Menschen. Ja gut, aber das lässt sich ja durch eine Programmierung einfach feststellen. Ja, das finde ich jetzt gar nicht so. Die haben sie jetzt auch nicht durch Geruch gemacht, sondern durch einmal abscannen. Aber es ist ja quasi Riechen im digitalen Sinn. Mhm. Nur ich glaube halt nicht, dass die richtigen, ne, garantiert nicht, weil Six war ja auch schon Thai gegenüber und so weiter, und die haben, können die Final Five nicht erkennen. Die können das auf jeden Fall nicht, ja. Ja, aber die haben es ja auch, wird das nicht sogar in der Folge gesagt, wo Cavill auch meint, irgendwie, wir denken nicht an sie, wir wissen auch nicht, was sie tun. Ja, die dürfen ja auch nicht über die reden, es ist ja verboten, das überhaupt zu diskutieren, wer das sein könnte und so. Also es ist ja ein Non-Topic. Deswegen irritiert mich das eigentlich, dass jetzt die Raiders zum Beispiel jetzt die erkannt haben. Weil gerade bei denen soll es ja auch genauso einfach sein, das irgendwie aus dem Gedächtnis zu löschen. Naja, aber die Raider, die sind ja nicht gemacht worden von den Zylonen-Modellen da. Also das ist ja hier keine, da hat ja keine Evolution stattgefunden, wo es die Zylonen gab, die aussehen wie Menschen, und dann haben die sich Maschinen gebaut. Verstehst du? Also die Reihenfolge ist ja eine andere. Ja, ist quasi andersrum. Ja. Und deshalb kann das durchaus sein, dass in den Raidern und auch in den Centurios, dass in denen praktisch Programme drin stecken, die von denen die Zylonen, die da aussehen wie Menschen, von denen die überhaupt nichts wissen und auf die auch gar keinen Einfluss haben, weil es einfach schon da war, als die gekommen sind. Weil sonst hätten ja die menschlichen Zylonen diese jetzt bekannten Final Five ja theoretisch auch nie in Gefahr bringen dürfen. Ja, und hätten sie ja auch erkennen, wurde ja gerade schon angesprochen. Ja, erkennen müssen. Also die sind da ja einfach auf einem ganz anderen Stand. Und das finde ich jetzt gar nicht so unplausibel, dass der Schöpfer, wer auch immer das jetzt ist, da praktisch so eine rote Linie eingezogen hat und gesagt hat, ja, ihr dürft schon alle miteinander spielen, aber da ist dann Schluss. So. Mhm. Mir ist das überhaupt nicht wirklich ersichtlich. Ich weiß nicht, ob das mal angesprochen wurde, warum es diese Final Five überhaupt gibt. Das ist mir auch nicht ersichtlich. Nein, das ist auch, gibt auch keinen. Also bisher gibt es da, also in unserem bisherigen Zeitstrahl gibt es da noch keine Erklärung. Okay. Weil du gerade von einem, ich nenne ihn mal Architekten oder so, Schöpfer gesprochen hast. Ja, ich meine, die kommen ja irgendwo her. Ja, ja, klar. Die sind ja nicht durch pure Willenskraft in die Existenz gerufen worden. Ja, aber wie das passiert ist, wissen wir ja. Die Zylonen wurden ja von den Menschen als Arbeitssklaven erschaffen und haben sich dann sozusagen selbstständig gemacht, um sich losgelöst von ihnen. Ja, aber also wird sie ja irgendjemand mal grundsätzlich erdacht haben, irgendeine Firma. Ja, es gab ja auch die hybriden Experimente, die ja bei dem Rückblick vorkamen. Aber wenn es halt dann den einen gibt, der oder die eine gibt, die dann sagen, es gibt diese 5 Modelle und die seien nicht anzutasten. Das gibt es ja, darauf haben wir ja gar keine Antwort oder ob es überhaupt so ist. Ja, richtig. Also die Frage war jetzt gerade, warum es die gibt, oder? Dass das nicht geklärt ist. Genau. Ja, genau. Wie es dahin kam. Ja. Und das finde ich recht spannend, weil jetzt sind wir ja in der 4. Staffel von 4 Staffeln und das ist für mich auf jeden Fall das größte Mysterium. Ob die jetzt zur Erde kommen, ist mir persönlich recht wurscht. Mhm. Die waren doch schon auf der Erde. Es könnte auch dramamäßig einfach irgendwann alles vorbei sein, aber woher die Zylonen jetzt, also wie sie wirklich entstanden sind, die Modelle, die wir da jetzt kennen, das finde ich persönlich sehr interessant. Mhm. Nee, die waren, ich hab gerade Quatsch erzählt, die waren noch nicht auf der Erde, oder? In dem Tempel auf Kobol waren die doch so weggebeamt auf diesen Planeten, aber da haben die nur die Sternenkonstellationen gesehen, ja. Gell? Ja, genau, da war niemand sonst. Es war nicht die Erde. Okay, wollen wir noch kurz die letzte Szene der Folge machen? Jawohl. Sir, ja, Sir. Mach doch mal, Ben. Okay, was ist die letzte Folge? Ach so, das ist mit dem Schiff. Letzte Folge. Genau, letzte Folge der Serie. Nein, die letzte Szene dieser Folge ist, Kara wird aus der Brick geholt von Eggerson, hier diesem Sergeant Messias, die wir ja schon aus einigen Folgen kennen. Und, natürlich. Ja, also ich kenne die aus einigen Folgen. Tut mir leid, ich spreche ab jetzt nur noch für mich. Es ist so typisch. Ich will echt deinen Namen. Die hat doch die Untersuchung geführt. So nee, das Verdammt. War Sergeant Hadrian. Jetzt wirst du hier zwei eindeutig verschiedene Charaktere. Hadrian! Solltest du doch wissen. Die eine dunkelhaarig und die hier ist blond. Ja, ich habe für dich in Uniform immer alle gleich aussehen. Hilo, das war Hilo. Und dann kommst du hier mit zwei. Egal. Auf jeden Fall wird sie in Richtung Hangardeck gebracht und sie geht dann also offensichtlich davon aus, dass sie da draußen befördert wird. Aber letztlich wird sie freigelassen und es stellt sich heraus, dass Adama ihr ein, ich weiß nicht, Frachter oder irgendwie, auf jeden Fall ein Schiff. Ein Sanitärschiff. Ach ja, stimmt, ein Kloakenschiff. Die Demetrius, genau. Jetzt, wo wir und beide nur weg sind, dass du nicht mehr weißt, wo es hingeht. Bitte. Genau. Flieg los. Kannst zumindest kacken und das Wasser nochmal trinken. Sewage Processing Ship. Was ich dann denke, ist das nicht vielleicht wertvoll, wenn die da aus Abwasser neues Wasser machen, also Trinkwasser schon, wieder machen könnten? Wobei, die haben ja in der Folge, wo hier diese Wassertanks gesprengt wurden, gesagt, dass die Galactica in der Lage ist, 100% des Wassers, also des Abwassers zu recyceln. Also die Galactica kann zumindest alles abfangen, was sie selber verbraucht. Die zivilen Schiffe wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber es ist dem Admiral ja egal. Genau, Hauptsache er kriegt seinen Kaffee. Jo, genau, und dann bekommt sie dieses Schiff zur Verfügung gestellt, ein paar Crewmitglieder handverlesen und darf dann eben in die Richtung fliegen, die sie für die richtige hält. Das ist eine ganz schöne Crew. Also wenn ich habe das ja gerade verlinkt von dieser alten Battlestar Galactica Wikipedia, wo eben Hilo als XO und dann Felix Gator, Sharon Agatha, Samuel Gator, den hätte ich echt nicht hergegeben an der Dame. Krass. Ja, dann ist ja auch noch Celix dabei, die Pilotin, dann ist da noch Hotdog dabei. Also die haben ja wirklich ihre, ich sag mal, die Piloten, die jetzt schon ein bisschen was können, haben sie jetzt auch schon wieder mitgegeben, die gerade so fertig ausgebildet sind und ja. Und natürlich. Und dann werden die Beschreibungen irgendwann so, wie ich die machen würde. Unnamed Tattooed Pilot. Das ist dieser große, kräftige mit der Glatze, ne? Glaube ich. Genau. Den sieht man auch immer mal wieder im Hintergrund. Der hat einfach keinen Namen. Das ist auch At least 3 other unnamed crew members. At least 2 additional unnamed Marine. Ja. Red Shirts. Ja. Ja, und da wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen, ganz am Anfang schon. Wo ist eigentlich der Mehrwert jetzt da drin? Der Nähr, ja. Also, das ist kein Schiff, dass da jetzt noch Zeugen bei sind? Naja, sie schicken jetzt Starbuck wieder los zur Erde und wenn Starbuck dann zurückkommt, kann sie ja wieder sagen, ich habe die Erde gefunden und kann ja wieder Quatsch sein. Also der einzige Mehrwert ist, dass da jetzt Zeugen bei sind. Genau. Ja, und sie hat den NAV-Computer des Schiffes, der wahrscheinlich den Kurs abspeichern wird. Naja, hat er beim letzten Mal auch nicht gemacht. Ja, nee, ja, das war ja was anderes. Der NAV-Computer war ja leer, das haben sie ja gesagt. Ja. Da ist der wieder leer, wenn die zurückkommen. Nein, du verstehst das einfach nicht. Deswegen frage ich ja. Ach so, gut. Außerdem ist das ja auch keine komplett rationale Entscheidung, sondern halt mal wieder Adama, der es mit Starbuck zu tun hat. Mhm. Nimm alles, was ich habe. Sind Sie sicher, Admiral? Ja, klar, das passt schon. Sie hätte ja die Galaktika lieben können. Ich bin stolz auf dich, Tochter. Sie wären mit dem kleinen Schiff weitergeflogen. Hm. Ja, vor allem jetzt, wo sein Sohn weg ist, hat er nur noch eine Person, auf die er sich konzentrieren kann. Und das ist eben. Und die schickt er auch. 3. Also die schickt er weg. Ja, 3, genau. Nimm allen Alkohol, den du finden kannst in der Messe. Und flieg! Ja, ich bin mal gespannt, was passiert, falls Adama irgendwann mal rausfindet, dass Teil 1 Zylonen ist. Boah, darauf freue ich mich auch schon. Ist ein Zylon? Er wird ihn, glaube ich, einfach erschießen und dann weinen. Zweimal. Oder dabei. Wieso zweimal? Einfach so. Okay. Weil man das so macht unter Freunden. Double Tap. Na gut, und damit, aber man sieht noch nicht, wie die aufbrechen, oder? Man sieht doch auch eigentlich noch nicht, wer da alles mitfliegt. Das ist doch Spoilering, was ihr hier betreibt. Unglaublich. Jan, krass. Echt mal. Jan, also wirklich, du bist immer eine Folge voraus. Ich kann doch nichts dafür. Ich habe letztens schon auf der Wikipedia auf einen falschen blauen Link gedrückt und mich fast total gespoilert. Wer der 5. ist? Das habe ich dir im Slack geschrieben. Ach, stimmt, ja. Und dann meinst du, jupp, das ist so. Und dann dachte ich, shit. Aber ich habe es schon fast wieder vergessen. Also, gut, dass er jetzt nochmal drüber redet. Es war irgendwas mit Adama. Punkt. Ja, ich lese nochmal vor. Warte, also. Na gut. Ich denke, das war's. Das war's. Zurückblickend betrachtet, war nicht so viel Inhalt da. Kommen wir zur Bewertung. Ja, dann fange ich mal an. Obwohl ich keine Ahnung habe, was ich sagen will. Wie jetzt? Es ist die 2. Folge, eine Doppelfolge. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass es nicht so war wie sonst, dass die erste Folge der Doppelfolge schwächer war, sondern irgendwie nach unserer Besprechung habe ich jetzt den Eindruck, dass die 2. Folge schwächer war. Hier kamen jetzt mal wieder Zylonen vor. Das hatten wir länger nicht mehr, diese Zylonen-Diskussion. Das war auch ganz, ganz okay. Also da scheint sich jetzt wirklich sowas wie ein Bürgerkrieg abzuzeichnen. Und bei dieser Story mit Kara geht es jetzt da wieder voran. Aber so richtig mehr Fahrt aufgenommen hat das jetzt noch nicht, auch nicht in der 2. Folge. Deswegen tendiere ich jetzt fast dazu, der einen Punkt weniger zu geben als der letzten Folge. Und ich weiß aber nicht mehr, wie viel ich der letzten Folge gegeben habe, weil das ja schon eine Woche her ist. 7. Ja, dann müsste ich der jetzt 6 geben. Punkt. Dann, was habe ich denn gegeben? Dann Herr? Jan. Nee, ich habe das zusammengefasst. Ja, sorry. Ich komme am Ende. Dann Mario. Dann Ihr habt Mario. Alle 7 gegeben letztes Mal. Danke. Ja, nein, hat 8 Punkte hergegeben letztes Mal. Oder? Ja. Ja, ich gebe der Folge auch 6 Punkte. Genauso wie der Tim. Das ist halt immer wieder so, Doppelfolge, ja, bla, endlich blöd zu beurteilen. Aber die war halt jetzt wirklich ein bisschen... zu fad war es jetzt auch wieder nicht. Ich fand das mit den Zylonen ziemlich interessant. Generell, wenn immer Zylonen-Sachen kommen, ich finde es immer cool. Das siehst eigentlich, wie die ticken, was sie alles so machen. Das mit Kara hat mich dann ein bisschen schon genervt eigentlich. Jedes Mal, wenn sie weggesprungen sind und sie entfernt sich, das war schon ein bisschen so, okay. Ja, es ist nicht so viel passiert. 6 Punkte. Phil. Ja, dem kann ich mich eigentlich so anschließen. Ausnahmsweise mal war der Aufbau von der Doppelfolge der interessantere Teil als die Auflösung. Was gibt's noch hier hervorzuheben? Ja, über Cavill habe ich mich mal wieder gefreut und diese Szene zwischen Baltar und Baltar, die fand ich auch gut. Achso, ich habe ja noch, ich habe noch vergessen, ich gebe auch deswegen 6 Punkte, weil die Entwicklung von Apollo ja natürlich ganz falsch ist. Sorry. Ja, genau. Vollkommen sinnlos. Auch, ne? Ja, ich sehe es aber im Prinzip ganz genauso, halt schwächer als den Auftakt. Und deshalb schließe ich mich in der Bewertung an. Okay, Ben? Ich fand die Einstiegsfolge auch besser. Wobei ich das Ende von der Folge jetzt wiederum besser fand, weil ich einfach diesen Weg, den die Zylonen hier langsam nehmen, der gefällt mir. Diesen eben nicht dieser einheitliche Brei, den sie immer so nach außen hin geben und alle sind quasi einer Meinung und sie haben ein gemeinsames Ziel, das sie verfolgen, sondern jetzt merkt man auch, dass da auch schon länger, dass es da ein bisschen kocht und dass das Ganze jetzt quasi implodiert. Und ja, aber alles in allem, ja, gebe ich auch 6 Punkte. Also die andere waren Tacken besser im gesamten Paket und deswegen kriegt die jetzt einen Punkt weniger. And the last one, Jan. Weil ich ja letzte Woche 8 Punkte gegeben habe und ihr 7 und ich jetzt auch finde, dass die etwas schwächer ist als die vorige Folge, werde ich wohl auf eine 7 hinaussteuern. Das Einzige, wo ich dann noch sage, was es für mich noch über eine 6 erhebt, ist dieser Kontrast oder diese 180-Grad-Wende, die wir mittlerweile zwischen den Menschen und ihrem Zusammenhalt und den Zylonen und ihrem Zusammenhalt sehen. Dass nämlich, es gab immer wieder Probleme in der Flotte und Parteien hier und dort und Streit und bei den Zylonen gab es viel Einheit und das hat sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes krass gedreht, weil es gibt in der Flotte viel Vertrauen auf einmal, wenn Starbuck zurückkommt, wie von den Toten und die Besten der Besten der Besten mit Auszeichnung jetzt mit auf ein kleines Sondereinsatzkommando geschickt kriegt und sich die Zylonen auf dem Basisstern gegenseitig erschießen. Mhm. Da wird der Plan ja gleich sehr viel deutlicher, der Zylon. Mhm. Ja. Nein. Alle warten, dass da irgendwas kommt, eine Erklärung oder so? Nein. Fragmentierung. Fett 32. Watt? Achso. Watt? Joule pro Sekunde. Kilogramm mal Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist Newton. Das stimmt, das ist die Kraft. Letzte Worte. Phil. Nee, ich glaube, ich muss anfangen. Tim. Tims letzte Worte sind Phil. Ich muss anfangen. Tolle Folge. Centurios können nicht voten. Mario. Zylonendemokratie. Phil. Prost mit Pfeffi. Wow. Ben. Ganz im Sinne von Schottland. Freiheit! Und Jan. Du behältst das Haus, ich krieg die Kläranlage. Sehr gut. Aber das würde ja bedeuten, dass Apollo mitfliegt. Ja, ist egal. Jetzt okay. Drück jetzt auf Schrauben. Dann sage ich ciao. Ciao. Aber es war eigentlich gar nicht so lustig, genau. Weil deine Witz ergibt überhaupt keinen Sinn. Nein, tut er auch nicht. Ist doch egal. Ist doch egal, wenn Leute lachen. Jetzt sagt endlich Tschüss. Die Leute glücklich gemacht. Tschüss. Ciao. Ciao. Dut. Tschüss, Ben. Ihr müsst, bevor es laut wird, müsst ihr Tschüss sagen. Dann wird's cool. Nicht mehr weiterreden. Okay. Ach, und dann nicht mehr weiterreden. Ich dachte, wir sollen die ganze Zeit durch. Ihr könnt dann noch weiterreden, aber danach schneide ich es eigentlich immer raus. Was? Wie eigentlich eure gesamten Tonspuren. Nachdem ihr sie, und dann werden sie nachsynchronisiert. Nein, gar nicht. Ich schneide die gar nicht raus, ich mute die nur. Ja. Das ist, glaube ich, für den Hörer nachher gleich. Oder? Ah, nee, Quatsch, wenn es geschnitten wird, dann ist ja keine Pause da. Genau. Ja. So, ihr könnt jetzt noch ein bisschen plänkeln, ich bin dann weg. Wann wir das nächste Mal machen, lese ich wahrscheinlich im Chat. Genau. Das wird so sein. Mach's gut. Ciao. Mach's gut, ciao. Ben. Ciao. Diesen Satz aus der Wikipedia zu der Folge, den finde ich irgendwie auch komisch. Michael Angeli was responsible. Mehr passt nicht in die Vorschau. For the crying after the sex scene where Angeli was apparently inspired by hearing someone he knew in a similar situation. Wow. Okay. Habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist durchgelesen. Dass sie das so als bemerkenswerten Fakt hinstellen, dass der Drehbuchschreiber zum einen die geniale Idee hatte, hier, wie heißt sie? Okay. Tory nach dem Sex weinen zu lassen. Und dann noch so, where inspired by hearing someone he knew. Also, der hat die Geschichte gehört und hat das halt abgeschrieben. Ja, also das ist wahrscheinlich einfach... Ich dachte, es wäre immer, wenn eine Frau mit ihm Sex hat, dann weint sie. Das ist wahrscheinlich deswegen einfach nur deswegen bemerkenswert, weil er es mal so irgendwo geäußert hat. Und deswegen haben sie es aufgeschrieben. Wenn ich Sex mit Frauen habe, weinen die ja auch. Also, das ist wahrscheinlich das, was er denkt. Das könnte sein. Ach, ist ja auch egal jetzt. Du hast ja nicht mehr auf Aufnahme gedrückt. Nein. Nein. Ich habe sofort abgebrochen nach dem Ende. Abbruch. So, jetzt brauche ich noch eine Serienempfehlung. In welche Richtung denn? Eine, die auch irgendwo läuft. Ja, The Boys auf Amazon Prime. Was Lustiges oder was mit Action. Ich kann ja mal gucken, was auf meiner Wishlist steht, dann könnt ihr sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ja. Moment, ich habe ja jetzt wieder 2 Computer, das ist alles sehr schwierig. Aber nur einen mit keinem Beta. Aber das Bodensee-Setup hat funktioniert. Was denn Mindhunter? Da kommt die ganze Zeit Werbung. Ja, also die erste Staffel habe ich gesehen, fand ich gut. Mhm. Da ging es um, ich glaube, das ist so real, also so Profiler oder sowas? Ach nein, ich verwechsel das mit, ich habe Manhunt Unabomber gesehen. Mindhunter. Ja, das war auch was mit so ähnlich. Sonst schaut doch die Vietnam-Dokumentation. Okay. Gut, habe ich jetzt auch nur zufällig gesehen, steht noch gar nicht auf meiner Wishlist, aber wird gerade die ganze Zeit beworben. Ja, was steht denn auf deiner Wishlist? Meine Liste, Easy Rider, aber das ist ja ein Film. Reservoir Dogs ist auch ein Film. The Nice Guys ist auch ein Film. Der ist lustig. Aber die waren jetzt, also das war jetzt alles nicht verkehrt. 300 ist auch ein Film. Der Tatortreiniger, wieso steht denn das da drauf? The Highwayman, der ist lustig. Nicht so gut, oder? Der Highwayman fand ich lang. Also ich gucke aber halt gerne Sachen, die so in dieser Episode, also in dieser Zeit spielen. Aber der war schon, hätte auch eine halbe Stunde kürzer sein können. Das war so Prohibitionsdings, oder? Ja. Ja, Bonnie und mit Kevin Costner, oder? Ja. Rambo, habe ich auch schon gesehen. American Psycho, das sind ja alles Filme. Warte mal, ich muss mal zu den Serien kommen. Meine Güte. Hier übrigens aktuell wieder Vertigo. Ich mache Werbung für Vertigo. Läuft der irgendwo? Gibt's gerade wieder auf Netflix. Beim letzten Mal habt ihr ja so lange gewartet, bis er weg war. Bis er weg war, ja stimmt. Würde ich eine Liste nutzen, würde ich ihn mir jetzt draufsetzen. Es geht mir bestimmt auch wieder bei hier Birdman so. Birdman, sehr gut. Den will ich auch immer gucken und dann ist er immer wieder weg. Total Recall gibt's auch gerade, sehe ich gerade. Ja, nee, muss aber. Was? Na klar. Aber es sind alles ja keine Filme. Serien. Serien. Das 5. Element gibt's auch gerade. Auf den habe ich immer Lust. Ja, das gibt's schon ewig. Ja, das habe ich auch das ist wirklich ein Film, den wenn er läuft, nicht langweilig. Ich ihn. Und wenn ich Bock drauf habe, dann lege ich ihn sogar ein. Was ist ähnlich denn? Wie Jurassic Park. Ja. The OA ist eine Serie. Ja, ist die hast du von mir. Das ist so ein übernatürliches Ding. Also so ein Mädchen, das halt irgendwie verschwindet, blind ist und dann irgendwann als erwachsene Frau wieder zurückkommt und sehen kann und dann wird es ein bisschen übernatürlich mit durch die Gegend teleportieren und alternative Realitäten und so. Okay, klingt interessant. Ich mag sowas ja eigentlich nicht so richtig, weil da wird auch gar nicht so alles immer erklärt. Aber ich hab alle 3 Staffeln geguckt. War okay, muss ich mal gucken. Aber was ich sehr interessant finde, kommt jetzt danach, weil es so mich an Penny Dreadful erinnert, ist The Frankenstein Chronicles mit Sean Bean. Habe ich nicht geguckt. Die Serie ist düster, spannend. Ja, habe ich aber nicht geguckt. Kann ich nichts zu sagen. Dann gucke ich die jetzt. Aber das habe ich auch auf meiner Wishlist. Final Space, haben wir schon gesehen. Kann ich runternehmen. Hast du The Terror gesehen? Nee, das ist das mit dem Schiff im Eis, oder? Ja. Ja, das muss ich mal gucken. Da habe ich nur die. Das fand ich nämlich tatsächlich wirklich sehr, also von allen Aspekten her gut. Da waren tolle Schauspieler dabei. Das war war super, super inszeniert und und war spannend. Und da hat jetzt gerade die 2. Staffel angefangen. Also du könntest dann auch einfach so durchgucken. Ja, muss man. Obwohl die 2. Staffel mit der ersten überhaupt nichts zu tun hat. Okay, ganz neue Geschichte oder was? Ja, ist auch so Anthologie-Ding. Ja. Also das ist jetzt, glaube ich, in dem wie hat man das genannt? Hier diese Inhaftierung von allen japanischstämmigen Amerikanern im Zweiten Weltkrieg. Ja. Okay. Ja. Übrigens sehe ich gerade noch, also ich setze es gleich auf meine Wishlist, hier ist noch nicht drauf. Übrigens sehe ich gerade noch, District 9 gibt es jetzt auch auf Netflix. Das wollte ich auch schon mal. Ah. Das ist ja dieser Film. Hast du noch nie gesehen? Ganz nett. Ja, ich fand den sogar damals, richtig, weil der kam so aus dem Nichts und der hat immer noch, das ist aber so ein Ding, das sieht man auch bei, ich glaube Elysium war auch von dem Regisseur, der hat ein gutes Auge für also das so inszenieren, dass es irgendwie, dass die Dinge, die da passieren, dass die Gewicht haben, das sieht nicht immer so komplett nach, auch wenn es komplett CGI ist wahrscheinlich, aber das hat immer da alles. Das fühlt sich irgendwie echter an. Genau, man kauft ihm die Welt ab, die er macht. Ja, da hat er wirklich ein sehr, sehr gutes Gespür dafür. Okay. Und er hat diesen coolen südafrikanischen Schauspieler, den er irgendwie in jeden Film mit einbaut. Okay. Night Flyers. Nein, das habe ich nicht gesehen. Das ist diese Serie, oder? Auf Netflix. Genau, das ist irgendwas mit Science Fiction. In der Zukunft. Ja, ist auch von dem Game of Thrones-Typen geschrieben. Aber habe ich nicht gesehen. Okay. Von dem Buchautor oder dem Serienautor? Ach so. Nee, ich glaube von dem Buchautor. George R. R. Martin. Okay. Ja. Mythbusters. Das hat tollen Handlungsbogen. Aber ich fand wirklich, guck vielleicht heute noch eine Folge. Ich habe jetzt ja erst 3 Folgen von den The Boys auf Amazon Prime. Und das fand ich schon mal eine sehr coole Serie. Vielleicht gucke ich das auch mal. Die 3 Folgen auf jeden Fall. Russian Doll. Hast du Russian Doll auf deiner Liste? Nein. Setz das mal drauf. Okay. Und lass dir darüber nichts erzählen, also, sondern guckst dir einfach an. Nicht Schnelle und Durcheinander, sondern russische Puppe. Ja. Okay. Russische Puppe, weil die ist, also die ist nicht lang, das sind glaube ich 7, 8 Folgen zu 20 Minuten. Mhm. Oh. Kann man schnell weggucken und wenn man nichts vorher drüber weiß, ist es am besten. Also willst du mir auch nicht das Genre verraten? Nö. Gut. Eigentlich, nee. Also guck rein. Dann setze ich es per Siri auf meine Liste, dann habe ich nicht die Chance drauf zu gucken, wenn ich es auf meine Liste setze. Und wenn es dich nach den ersten 2 Episoden nicht hat, dann kannst du ja aufhören. Aber die Serie gewinnt total, wenn man wenn man nicht weiß, was da kommt. Okay, gut, dann. Wenn der so eine kurze ist, ich mag kurze Miniserien sowieso. Ja. Was? Achso. Ja, da fand ich, apropos kurze Miniserien. The Terror. Diese ganzen kurzen Folgen mit irgendwas mit Robot und Sex. Love, Sex and Robots. Da haben wir schon drüber gesprochen, oder? Ja. Haben wir schon geguckt? Ja, noch nicht? Haben wir irgendwann mal. Ja, fand ich unterschiedlich halt. Ja, ja. Waren Episoden dabei, die toll waren, andere, die, wo ich mir dachte, naja. Ja, aber da die ja alle nur 10 bis 20 Minuten sind, ist das ja okay. Ja, war auch nicht so schlimm. Ja. Auf jeden Fall waren die optisch alle gut. Ja, da habe ich vorher halt gar nichts drüber gewusst und ich fand, im Großen und Ganzen fand ich die jetzt sehr gut, aber einzeln wie mit diesem Kühlschrank, Zivilisation, das war. Ja, die war nicht so gut. Ja. Aber diese russische Folge mit den Monstern, die hat mich irgendwie von der Atmosphäre so. Das war die letzte bei mir, diese Zweite Weltkriegs-Episode. Genau, das hat mich so. Das hat für mich dieses Metro 2033-Feeling. Ja. Kann sein, dass ich die letzte Folge noch gar nicht gesehen habe. Muss ich nochmal gucken. Ja, kann sein, dass ich irgendwie die letzte und vorletzte irgendwann versehentlich aufgehört habe. Weil die kommt mir nicht bekannt vor. Ihr meint jetzt nicht die mit den Farmen, wo die Monster von außen... Nein, nee. Die war auch gut. Das ist so eine russische Militäreinheit, die auf Sondermission irgendwo in Sibirien oder sowas unterwegs ist. Keine Ahnung. Okay. Ja, die mit den Vampiren war nicht gut, wo sie in dieser Höhle war mit den Vampiren. Fand ich doof, aber es war schon viel Gutes bei. Übrigens hier... Ja, ich fand es halt allgemein, fand ich es ein bisschen schade, wie viele von den Leuten irgendwie, ich zumindest den Eindruck hatte, dass sie sich halt so drauf beschränken müssen, wenn die was in dieser Optik machen, dann muss das super gory sein und also es muss super krass sein, du brauchst krasse Gewalt, du brauchst Sex oder zumindest Nacktheit und es muss also da hatte ich schon oft das Gefühl, dass sie sich dass sie sich da leider so ein bisschen selber beschränken in ihrer Vorstellung, weil das Genre halt so ist und dass sich da nicht mehr getraut haben, da ein bisschen auszubrechen, fand ich ein bisschen schade. Ja, aber gerade die Kühlschrank-Folge war ja gar nicht gewalttätig. Ja, natürlich, das ist was anderes. Also deshalb, das war da schon auch dabei. Die war halt nicht, also da dachte ich mir halt hinterher so, ja, okay, hinterlässt jetzt keinen bleibenden Eindruck, aber genau dafür ist dieses Konzept doch gut, finde ich, um Dinge aufzuprobieren und nicht, um mir zum 100. Mal in Zeitlupe zu zeigen, wie irgendjemandem anderen die Wirbelsäule aus dem Körper rausreißt. Das habe ich schon gesehen. Das hat keinen Unterhaltungswert mehr. Dieses Schiffs, oder dieses Raumschiff anscheinend irgendwo strandet und der Typ... dass die krasse Grafik hatte, was so echt aussah, oder? Wo du CGI-Sex siehst, ja, sehr explizit. Da dachte ich halt, also diese Wendung am Ende, die hätte des ganzen expliziten Sexkrams überhaupt nicht bedurft. Überhaupt nicht gebraucht. So genau. Das hätte super funktioniert, auch ohne, und genau das meine ich. Weil das hat dem Twist jetzt überhaupt nichts extra gegeben, finde ich. Nö, überhaupt nicht. Das hat's Im Gegenteil, finde ich, ein bisschen platt gemacht. Man hätte die beiden als alte Freunde auch ruhig so ein bisschen ausschweifender beim Essen und wie die nächsten Tage verbringen und so weiter. Aber die Folge, ich glaube, die habe ich als allererste gesehen. Und, nee, nicht als erste. Aber ich habe die mit den Katzen als erstes gesehen. Die habe ich als zweites. Nee, gar nicht. Robotern. Mit Kampf. Die habe ich auch als erstes gesehen. Mit dem Kampf. Ja. Die war auch krass. Das war das ja mit der Wirbelsäule. Alien. Ja, stimmt. Mit diesem Alien, die hat mich sehr danach zum Nachdenken, nicht wirklich zum Nachdenken, aber ein bisschen verstört so. Ich sage ja auch nicht, dass man sowas nicht machen kann. Ich finde es halt nur, ich finde es auffällig, wie groß der Anteil ist an Folgen, bei denen es halt darum geht, einfach möglichst krass zu sein. Geht mir genauso, ja. Aber jetzt, wo du sagst, fällt es mir sehr auf. Am besten fand ich die Goldschiffe-Folge mit Tom Waits, aber das war ja gar nicht bei Love, Sex. aber das war die beste Episode auf jeden Fall. Genau. Santa Clara Diät habe ich hier noch drin. Ja, finde ich ganz nett. Okay. Ist vielleicht auch ein bisschen eklig. How to sell drugs online. Das fand ich gut. Also das fand ich sehr charmant. Okay. Was fandst du gut? Dann gucke ich das auch mal. Da hat auch der Stefan Tietze mitgemacht. Mitgeschrieben, ja. Ja, und ich finde das jetzt auch tatsächlich unabhängig von diesem für eine deutsche Serie ganz unterhaltsam und so. Ich finde die wirklich sehr, also es ist nicht das Beste, was ich je gesehen habe, aber unglaublich charmant. Die haben ja versucht, in irgendeinem Zimmer ein Poster von Breaking Bad aufzuhängen. Das habe ich auch gehört. Das mitbekommen. Und die wollten aber nicht mit einer Serie in Verbindung, ach genau, mit einer Serie in Verbindung gebracht werden, wo Drogen verkauft werden. Das um Drogen geht, ja. Ich habe auch Sex Education gesehen. Hast du die gesehen? Ja, fand ich auch schön. Ja. Mit Scully. Mit Scully, genau. Ich hatte ja erst gedacht, dass es bestimmt, also ich bin da auch nur durch Werbung drauf gekommen in Netflix und habe gedacht, das ist bestimmt so ein Teenie-Scheiß-Komödie, aber es war eigentlich gut. Aber war wirklich gut, ja. So, und jetzt ist meine Wishlist weg. Verdammt. Oh. Ich hoffe nicht endgültig. Nein. Nur weggescrollt. Aber ich glaube, das war es auch so ziemlich. Ich habe übrigens letztens, da warst du nicht mehr da, schon erzählt, ich habe einen Film gesehen, The Ghost Rider, der war gut, fand ich gut. Mit Nicolas Cage? Nee. Ghost Rider? Ghost Writer. Ach so, mit Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi und James Bond, ja. Genau. Ja, den kenne ich, den mochte ich auch, ja. Ja, dann kennst du den schon, okay. Gibt's nämlich auf Amazon Prime zurzeit. Jetzt dachte ich gerade schon, du lobst Ghost Rider. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Das nämlich, also für jemanden, der eh schon keine Superheldenfilme mag. Ist das ein Superheldenfilm? Ist ein billiger Superheldenfilm mit Nicolas Cage. Aber ich bin ja jetzt niemand, der ständig sagt, Nicolas Cage. Ich gucke ja durchaus Filme mit Nicolas Cage. Ich finde jetzt ich schaue mir auch gerne Con Air an, so ist das nicht. Ja. Aber das wäre jetzt schon sehr speziell, wenn das der Superheldenfilm wäre, bei dem du sagst, voll gut. Es wäre nur noch erstaunender, wenn du das nach Green Lantern gesagt hättest. Weil das so ein schlechter Film ist, oder was? Das ist ein richtig... Ja, also der ist einfach wirklich auch... Also niemand mag diesen Film. Salvation fand ich ja auch ganz gut. Das hat Dade Dahlert mal Werbung für gemacht. Das war dieses Serie, Asteroid soll auf der Erde einschlagen. Und dann wollen die so einen Plan um das... und dann, was war denn das? Ja. Ja. Weiß nicht mehr, wie es ausgeht. Der geht aber schon auch ziemlich krass, driftet der ab. Ja, ich hatte das jetzt erst verwechselt mit dem Generationenraumschiff. Nein, ja, genau. Ja, damit habe ich es auch erst verwechselt. Das heißt nämlich so ähnlich. Das war auch ganz gut. Das heißt Ascension. Ascension, genau. Mit Six. Ascension, Salvation. Ja. Ghost Rider wollte ich jetzt... Nein. Wie ist der andere Film? Green Lantern. Wollte ich mir jetzt noch die IMDb-Bewertung anschauen. Gott, ich bin da ja nie. Wo steht denn die Bewertung? 5,5, das geht ja noch. Naja, bei IMDb ist, glaube ich, 5,5 schon nicht sehbar, oder? Ich habe keine Ahnung, ich bin wirklich nie auf IMDb. Das meiste ist da schon so 7. Außer für Battlestar Galactica. Wenn es Durchschnitt ist, alles 7 und 8. Ja. Naja, dann habe ich ja erstmal genug Serien. The Terror und Russian Doll. Und dann wollte ich noch irgendwas gucken, was ich noch in meiner Liste hatte. Was war das? Ach so, hier die mit in London. Die in London? Jetzt finde ich sie nicht mehr. Wo Jean B. mitspielt. Ich weiß nicht, wie lange. Ach so, Frankenstein. Frankenstein Chronicles. Irgendwas mit Frankenstein. Genau. Ja gut, dann mach das mal. Du guckst immer noch deine Western-Serie. Ja, die haben jetzt perfekt. Ich hab, die heißt Hell on Wheels. Ach, da kenne ich ja. Also ich habe sie nicht gesehen, aber da spielt doch der Captain Pike mit. Gell? Ja. Ja, der spielt da die Hauptrolle, genau. Ja. Und die haben jetzt perfekt, als ich die ersten 3 Staffeln durch hatte, habe ich gemerkt, oh, Amazon, wieso hast du denn nur 3 von 5 Staffeln in Prime drin? Das kann ja wohl nicht sein. Ja. Weil? Zack. Ja, und jetzt haben sie jetzt in Staffel 4 und 5. Ah. Oh, ich wusste gar nicht, dass es so viele Staffeln gab. Oder gibt schon. Gibt's da noch neue oder ist das fertig? Nee, das ist fertig. Schon, ja. Aber ich hätte gedacht, da gibt es vielleicht 1, 2 Staffeln. Da hat der Jared auch schon von geschwärmt. Ja, ist halt West, also, ja. Wenn man auf Western steht, ist das auch eine gute Serie. Hell on Wheels ist diese Stadt, die mit der Eisenbahn mitgereist wird, oder? Genau. Mit dem Eisenbahnbau. Ja, richtig. Ja. Weil da ja keine Gesetze und so gelten. Ja. Ja, klingt interessant. Die Zivilisation kommt ja erst mit der Eisenbahn. Verstehe. Nicht durch die Eisenbahn. Ja. Ja, genau. Das gucke ich jetzt noch ein bisschen. Ja, das gucke ich vielleicht auch mal. Dann gucke ich jetzt mal Russian Doll. Das war auf Netflix, oder was? Das ist Netflix, ja. Bin ich sehr gespannt, ob dir das gefällt. Ich darf ja nicht vorher reingucken, was es ist, aber jetzt gucke ich doch. Eine rothaarige Frau mit Zigarette ist da. Und die erste Folge heißt Matroschka. Ja. Na gut. Das ist jetzt auch keine große Überraschung, wenn eine Serie die Russian Doll heißt. Eine Episode Matroschka zu nennen. Ja. Sehr gut. Und dann tue ich das jetzt. Okay, dann viel Spaß. Und ebenso. Vielleicht bis Donnerstag. Ciao, ciao. Ciao.